Das Schlimmste aber, was in meinem Giftschrank ist, da habe ich mich gleich dazu bewegen lassen, es schon vorab zu zeigen. Und es handelt sich von zwei Leuten, die diesmal auf der Republika war, wo gar nicht ganz genau klar ist, wen man damit besser erpressen kann. Das nur, um euch Angst zu machen. Auch über euch habe ich Material. Ich möchte euch dazu drängen, unternehmerische Aktivisten zu werden, eure eigenen Unternehmen zu gründen und endlich einen anständigen iTunes. Ihr werdet Milliardäre. Die Erpressung, die ich euch als Schlussakkord zeige, ist diese hier. Ja, es gibt ein Foto, auf dem René Nerdcore Andrea Nahles im Arm hat und beide haben ein Bier. Man weiß gar nicht, für wen das heute schlimmer ist. Aber man kann beide damit erpressen, denn das hier ist nicht irgendwo. Es ist tatsächlich, wie man, wenn man genau hinschauen kann, im Jahr 2008 gewesen, im Backstage-Bereich der Toten Hosen in der O2-Arena. Das Allerunangenehmste kann man zum Glück nicht sehen, denn zum einen war ich natürlich derjenige, der das Foto gemacht hat, und zum anderen war ich auch noch derjenige, der mit Andrea Nahles dort war. Und das möchte ich euch nur als Maximum der Erpressbarkeit zeigen. Ich möchte euch in eine Richtung erpressen, wo ihr endlich aktiv werdet, wo ihr handelt, wo ihr anfangt zu unternehmen, damit wir, nee, nicht wir, damit die Generation nach uns in einem menschenwürdigeren Internet, in einer menschenwürdigeren digitalen Welt lebt. Ich möchte euch dazu auffordern, euren Optimismus zu behalten, und zwar